Sonnenblumen pikieren. Pikieren bedeutet, zu dicht stehende Jungpflanzen zu vereinzeln. Das ist wichtig, damit diese mehr Raum für ein gutes Gedeihen sowie neue Wachstumsimpulse bekommen. In der Regel können Sonnenblumenkeimlinge bereits dann pikiert werden, sobald die ersten Blattpaare zu sehen sind. Meist sind sie dann ein paar Zentimeter hoch. Empfehlenswert ist es, die Sonnenblumenkeimlinge in Pflanztöpfe mit einem Durchmesser von 12 bis 15 cm umzusetzen. Dazu werden die Pflanztöpfe randvoll mit Anzuchterde gefüllt. Dieses Substrat ist für die jungen Pflanzen von Vorteil, weil es sich durch eine feine Struktur sowie eine gute Strukturstabilität auszeichnet. Drücken Sie die Erde in den Pflanztöpfen gut fest, um Hohlräume zu vermeiden. Füllen Sie so viele Pflanztöpfe mit dem Substrat, wie Sie Keimlinge zum Pikieren haben, und geben Sie die Töpfe dann in eine Gitterbox. Stellen Sie diese in den Garten und wässern Sie die Erde mit einer Gießkanne mit Brauseaufsatz. Alternativ können Sie das auch drinnen mit einem Pflanzensprüher machen. Um die Keimlinge leicht aus der Pflanzpalette entnehmen zu können, drücken Sie leicht mit den Fingern von unten in das jeweilige Fach. Sonnenblumen bilden schon im Jungpflanzenstadium tiefe Wurzeln aus. Stechen Sie mit dem Pikierstäbchen oder dem Finger ein tiefes Loch in den Pflanztopf und geben Sie den Sonnenblumenkeimling hinein. Drücken Sie die Setzlinge vorsichtig an, damit sie sich gut mit der frischen Erde verbinden können. Beim Pikieren dürfen die jungen Sonnenblumen gerne deutlich tiefer eingesetzt werden, als sie vorher standen. Die Blätter sollten allerdings nicht auf der Erde aufliegen. Stellen Sie die frisch pikierten Sonnenblumen an einen hellen, warmen Platz, der möglichst frei von Schnecken ist. Vor allem während des Jungpflanzenstadiums sollten Sie die Sonnenblumen regelmäßig gießen, Staunässe sollte aber auf jeden Fall vermieden werden.